Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle Zuschauer da draußen, die sich für das Thema Schuhe interessieren und vielleicht auch speziell für das Thema Schuhe und Einlagen. Und dann vielleicht noch spezialisiert Schuhe, Einlagen und dann noch Sommer. Wir steigern es mal ein bisschen. So, wie ihr seht, Thema Sommer versuche ich hier auch mit meinen gezeigten Modellen ein bisschen bildlich darzustellen. Und wenn ich dann sozusagen von Einlagen rede, rede ich nicht von der Decksohle, die ja auch mitunter als Einlage bezeichnet wird, sondern eben halt hier von diesen, das ist die Schuheinlage, das ist die Innensohle und wir reden dieses Mal von diesen hübschen Teilen hier. Schaleneinlage, sensormotorische Einlagen, die eigentlich, ich sage mal, sehr häufig zu finden sind. Nicht nur bei den Kindern, auch manche Erwachsenen tragen so etwas. Und die fragen sich natürlich immer, muss ich da jetzt auch den Sommer über mit geschlossenen Schuhen laufen? Muss man natürlich nicht. Wichtig ist vor allen Dingen bei der Auswahl der Modelle, dass man wirklich darauf achtet, dass der Schuh in der Spitze und in der Ferse geschlossen ist. Aber ansonsten natürlich viel Spielraum nach oben mitbietet. Verstellbarkeit wäre immer optimal, weil die Füße ja durch die Einlage höher gelagert werden. Also brauche ich Spielraum, um das Ganze wieder schön auf den Fuß anzupassen. Und demzufolge seht ihr auch bei den Modellen, die ich jetzt mal hier habe, dass es wirklich alles verstellbare Modelle sind. Selbst hier eine Mittelstegsandale, wunderbar. Ich zeige es auch mal, hier passt die Einlage nämlich wunderbar rein. So, dann habe ich hier auch richtig viel Luft an den Füßen. Kann das sogar noch hier vorne von der Weite her, selbst im vorderen Fußbereich verstellen. So, und passe das dann hier von der Spannhöhe her wunderbar an. Einziges Manko bei solchen richtig offenen Modellen ist natürlich, hier sehe ich natürlich die Einlage. Aber ganz ehrlich, wenn ich einen Schuh unten hinstelle, den Fuß oben drauf habe, glauben Sie, dass das so viel dann auffallen würde, optisch gesehen jetzt? Das ist natürlich immer der Vorteil bei den Modellen, die so ein bisschen halb offen sind. Hier verdecken natürlich die unteren Teile die Einlage generell. Eines muss ich dann den Eltern oder den Trägern von Einlagen immer mit auf den Weg geben. Denkt bitte ran, wenn neue Einlagen fällig sind, geht mit neuen gekauften Schuhen dorthin. Und bitte, bitte, bitte nicht mit den Schuhen, die schon 2 Monate im Gebrauch sind. Was ist der Hintergrund dessen meiner großen Bitte? Aus welchen Kostengründen würde ich natürlich sagen, aus den Aspekten der Kostengründen kriegt man natürlich nicht immer jedes Vierteljahr, jedes Quartal gerade für ein Kind eine neue Einlage verschrieben. Sensomotorische Einlagen meistens bloß sogar alle halben Jahre. Das bedeutet, die Einlage muss sozusagen mitwachsen. Und die sollte auch immer noch so reichlich gearbeitet sein, dass sozusagen der Kinderfuß immer nach vorne hin Platz hat. Allerdings zeigt die Praxis bei uns etwas vollkommen anderes. Wir haben zum Beispiel in den seltensten Fällen wirklich, ich sag mal, so schön anatomisch korrekte Einlagen zu Gesicht bekommen wie hier. Seltenst. Meistens ist es sogar immer dann so, dass die relativ spitz gearbeitet sind und manchmal so passgenau, dass der Fuß gerade noch so drauf passt. Also von Wachstumsschüben oder Wachstumsfreiräumen, die ja ein kindlicher Fuß braucht und die auch der erwachsene Fuß braucht, hat der Orthopäde oder der Orthopädie-Schuhmechaniker noch nichts gehört. In vielen Fällen haben wir dann also immer dieses Bild vor Augen. Du nimmst die Sohle, die Einlage für das Kind, zeigst es und dann stellst du fest, toll, schon wieder zu klein. Nicht der Schuh, sondern die Einlage, die eigentlich für die nächsten 4, 5, 6 Monate reichen soll. Ich weiß nicht, warum das so schwer ist zu begreifen, aber zumindest sollte man immer, als wenn ich jetzt als für mein Kind losgehe,
immer darauf hinweisen, dass die Einlage länger gearbeitet wird wie der Fuß und dass die lieber zu lang gemacht wird. Man kann die danach immer kürzen, das ist überhaupt kein Problem, und die auf den jeweiligen neuen Schuh anpassen. Aber bitte nicht die zu kurze Einlage akzeptieren. Ihr tut eurem Kind nichts Liebes, nichts Gutes. Wir haben es dann immer sozusagen, dass Kinder in passenden Schuhen mit der zu kurzen Einlage laufen und sich dann so permanent mit den Wachstumsschüben die große Zehe immer über diese Sohlenkante schieben muss. Weil der Schuh hat ja den Platz, aber nicht die Einlage. Also, das wäre zumindest ein ganz, ganz großes Anliegen meinerseits. Und wie ihr seht, den sommerlichen Genüssen von wegen Atmungsaktivität und mehr Luft an die Füße zu lassen, steht hier mit den Modellen überhaupt nichts im Weg. Man muss halt nur die Augen offen halten. In diesem Sinne gerne bis zum nächsten Mal. Ich würde mich wieder freuen. Ein liebes Hallo und gerne wieder unsere Abonnenten. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal. Bis dahin.